pasa en Rupin. Y yo me tengo todo muy hues. Inventar voll. Ernsthaft. Was ist das? Kreatur, ne. Nein, brauch ich nicht. Nehmen wir den noch mit? Da hinten sehe ich sogar noch einen Rubin. Also gut, auf der Tiefe finden wir das also. Nee. Also, ich bin da irgendwo. Schaut nach einer Höhle aus, ich will da mal eine fahren. Vorsichtig. Vorsichtig. Super, danke! Außenbitte habe ich aber leider, glaube ich, noch nicht. Das hilft mir gewaltig weiter, wenn man das. Ist das eine Pflanze leicht? Entfernung auf, also Meter aufpassen. Was ist hier? Na, war eigentlich nur ein Durchgang, ha? Da geht's aber noch tiefer. Langsam schießen die Preisen. Das ist schon verdammt tief jetzt dann. Ich glaube aber, da ist nicht wirklich was. Ich meine, wahrscheinlich schon irgendwann einmal. Wuppa! Der Wuppa! Ah, der schaut aber ein bisschen anders aus. So, einmal kurz speichern zwischendurch. Und ich schätze mal diese Gelsäcke. Hi! Alles okay? Alles Roger? Geht's dir gut? Spinne! Das schaut aus wie der große Bruder von dem, was ich damals erledigt habe. Okay, da finden wir aber wirklich einiges. Und es geht noch tiefer. Ich wollte, glaube ich, nicht drinnen bleiben. Das Rote da, war das wie Pickel. Freut mich zu hören. Das ist offene Meer wieder ein bisschen. Ja, schön. Ein Fehler in der Matrix. Ich will das Licht sehen. Ich will mich eigentlich irgendwo orientieren. Ach, harte Aufgabe. Gratuliere. Du hast da wirklich was vorgenommen. Oberfläche. Schön. So. Was tue ich jetzt? Da müsste es nur irgendwo ein Base geben. This ecological biome matches 7 of the 9 preconditions for stimulating terror in humans. Also, ich hab jetzt dann nicht. Hallo! Ich kann auf meiner Ding stehen. Also, da hast du wirklich da schon ordentlich. Ich hab das wirklich einmal gespielt. Bei meinen Töchterchen haben wir so nebenbei
gespielt. Und ich sag ganz ehrlich, wie gesagt, an tiefen Respekt, wenn man das schaffen will. Ich glaube, da wirst du einige Stunden haben zum Spielen. Und ja, ich glaube, sehr oft ärgern. Also wirklich alles 100%. Komplett alles. Nicht schlecht. Verstehe ja. Es geht mir bei einem Spiel auch so. Wenn ich es auf 100% spielen will, dann spüre ich auch 100% alles. Aber ob es, egal, ob es Achievements gibt, wirklich alles, wow. Ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich hätte da auch gern alle Achievements, wenn es denn möglich ist. Und aber das wäre nicht alles im Let's Play machen, das mache ich sicher ein Teil offscreen, weil ich glaube, da sucht man dann schon eine Zeit lang umeinander, so groß wie das ist. Ich frage mich gerade, was da trockenes Land heißt. Okay, mehr kriegt man nicht. Bei der Spielgröße. Windet? Eine Insel mit zwei Bergen liegt im großen Ozean. Leider kann ich leider nicht den Text weiter. Das ist blöd, Mann. Ja, eine riesige Insel. Da sehe ich was. Wir sind nicht allein. Da. Ja. Also ich finde 7 Achievements. Ist das geil hier? Alter Schwede. Ist ja gar nicht einmal so weit weg von mir. Okay, die Base 1. Ist ja krass. Ist natürlich für manche einfacher, die nicht so Achievements-Jäger sind oder Trophäenjäger. Da ist ein Loch mitten in der Insel. Raft würde ich wirklich einmal wirklich gerne spielen. Aber das spiele ich nicht allein. Das ist einfach zu umfangreich, um das allein zu spielen. Aber ich habe es einmal kurz ein bisschen angespielt. Komm ich da rauf? Nein, oder? Nein. Hier komme ich nicht rauf. Gut. Warte. Polaralpha-Wand. Hei. Hei. Di. 56. Boah, ordentlich. Wozu dient dieses Loch gut, wenn er nirgends hinkommt? Wahrscheinlich. Oh. Nee. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Nee. Ja, haben wir festgestellt.
Aber dass daneben ein Weg ist, den man nicht klettern muss. Es habt ihr jetzt nicht gesehen, dass ich probiert habe, da drüben die Wand zum Hochklettern, ja. Ich bin einfach da, klar. Was? Da. Pilz! Wo bin ich hier? Ich baue mir die Base jetzt dann da her. Da einfach eine Base drauf. Ich brauche nie wieder ins Meer, außer um Nahrung zu suchen, bis ich es mir da heraus nachbauen kann. Oh oh. Und ich krieg wahrscheinlich auch Ballschaden. Oder? Den Knollenbaum kenne ich schon. Genau wie bei meiner anderen Base. Ich will den Baum scannen. Und das erleuchtet sich im Dunkeln. Wie bei Avatar. Minpflanze. Hehe, das ist cool. Ja, sowas darf ich mir auch gern bauen. Jo. Kann ich nur bestätigen. So. Jetzt kommt mein Orientierungssinn wieder zu tragen. Wo war ich noch nicht? Ein Unterwasserspiel, was es dann an Land weitergeht. Gemacht. Nein, du schon wieder. Weg. Geh weg. Ich mache ihn tot. Okay, ich entferne mich mal von der Seemotte. Ich mache das. Ich mache dich tot. Du hast meine Freunde gefressen. Feigling, komm her. Komm her. Schnitt mir ein Bändchen an. Soll das über Wasser oder unter? Ja, unter Wasser wäre blöd. Über Wasser wäre auf jeden Fall cool. Voxelstrauch. Oh, hey, hello. Komm her. Schwachen. Ich spiele mit meinem Messer. Ich hasse euch jetzt schon. Ihr seid genauso nervt wie dieser Fisch, der was gerne explodiert. Der Bum-Bum-Fisch. So. Kenne ich die schon? Nein? Scheiße. Shit. Ah, ne. Ich hab wieder zu wenig Batterien mitgenommen. 0, 100. Super. Das ist natürlich total bescheiden. Wobei, auch ganz schlimm wäre im Hardcore-Run infiziert. Immer noch. Ich hoffe, das verschlechtert sich nicht. Wenn man so unter Wasser ist, das habe ich bei irgendeinem anderen Spiel. Forest. Bei Forest habe ich das gehabt. Ich war unter Wasser, da hat es keinen Hardcore-Run gegeben, das ist keine Frage, aber ich war unter Wasser in einer Höhle, bin getaucht, auf einmal war das Wasser weg, zack, Wasser war weg. In irgendeiner, da bin ich in einer Ecke geschwommen, das Wasser war einfach weg und ich bin gestürzt. Das Problem war dann, ich war dann tot.
Hab's gesehen. Hab's gesehen. Und ich. Hab's gesehen, hab's gesehen. Bin glücklich. Hab nicht aufpasst. Ich war gerade so von was anderem erstaunt, dass ich gar nicht aufpasst hab. Außenbeetkasten. Jetzt kann ich's aufpflanzen, oder? Marmormelonenpflanze. Das ist aber ein Blödsinn. Das heißt, man stirbt eigentlich, wie du es gesagt hast, man stirbt nicht. Stasegewehr? Habe ich Stasegewehr schon? Jetzt habe ich Stasegewehr. Man ist dann, wie gesagt, man ist dann gefangen. Das heißt, der Spielstand. Ja, im Laden kann man noch. Beste Essen? Okay, muss ich dann. Da, du überrascht mich nicht mehr. Da muss ich mir dann einer reinziehen gleich. Okay, Stasegewehr haben wir gescannt. Okay. Wer bist du? Und was ist das für ein Blödsinn? Das Problem ist, ich hab so viel klumpert mit. Es ist Deko. Ich will's aber nicht wecken. Ganz einfach. Kein Wecker. Ungut. Ungern, ungern, ungern. Ungern. Aber da ist einfach zu viel los auf der Maschine. Auf der Maschine, auf den. So, das ist beste Essen. Gut. Ich hab grad gegessen. Oh shit. Na, viel geben sie aber auch nicht her. Also, das habe ich gerade weg da. Da rennt so ein Typ umeinander, so ein. Shot. Shot habe ich noch nicht. Nein, die Luke habe ich aber schon. Hallo. Was? Au! Au! Ein Schildloch. Du Feigling. Das gibt's doch nicht. Bist du jetzt endlich tot? Zweckraum. Was ist denn bitte? Ist das jetzt der Mehrzweckraum? Ist das das, wo man endlich einmal was bauen kann? So wie ein Bioreaktor? Wo das gerade? Die Leiter, oder? Leiter! Leiter! Okay. Integrating new PDA data. Eine Batterie. Cool. Aha, ja, das hätte man eh gedacht. Das darf ich gern machen. Scheinwerfer? Wo? Wo ist der Scheinwerfer? Hallo? Wie mit dem Spiel gerade?
Jo, bitte. Fräg, was du fragen willst. Kannst du nicht haben. Muss ich wahrscheinlich die große haben. Ah, na. So. Die kannst du nicht haben. Nö. 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 Okay. Ah, was? Da war's erwischt. Irgendwas anderes. Jetzt habe ich was erwischt. Jetzt habe ich es zerstört, oder? Also, ganz ehrlich, 238 Stunden. Ah, okay. 238 Stunden, das ist ja nix. Hat was gepitzelt? Na, auch nix. Also ganz ehrlich. Ah je. Wow. Wow, 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 wow. Und mein Inventar ist schon wieder voll gleich. So, da habe ich jetzt dann eh alles gefunden, oder? Bin ich eh nicht blöd. Nein, ich bin da oben durchgegangen. Ich war da drinnen. Jetzt zeigt da schon wieder irgendwas zum Scannen. Oh. Lebende Wand. Ah. Ja, das glaube ich, dass man da, also ich könnte mich schon allein im Bausystem ewig verlieren. Da kann ich doch rein, oder? Nein, ich kann da eben nicht rein in den Raum. Da ist aber was drinnen, ich muss da reinkommen. Stopp. Da muss irgendwie reingehen. Kreativer, super. Weil ich glaube, gerade im Creative Mode hat man, nimmt man sich halt die Zeit, da spült man, da tut man, da baut man, da probiert man verschiedene Sachen aus. Da ist ja doch irgendwann einmal, wird er beim normalen Modus, wird er irgendwann einmal das Überleben. Aha, jetzt aber. Integrating new PDA data. Ja. Wirklich? Ja, gut, eigentlich ist es ja wurscht im Wöcher. Ich habe mir nur denkt im Creative Mode, wo man nicht die Ressourcen einsammeln muss. Ich meine, ich kenne es von anderen Spielen, muss ich ganz ehrlich sein. Und da ist Laternenfrucht. Wow! Kann ich immer nur eine sammeln? Na, sehr schön. Doch! Ich denke mal, das ist das Eisamen. Ja, da würde ich auf jeden Fall noch hin. Das habe ich nämlich sogar schon vom Wasser gesehen. Dass da auf der Bergspitze was ist. Ich tue nur gar meinen Haushalt auffüllen. Die da oben. Da geht der Weg. Spitzen. Ich finde Spitzen, finde ich spitze. Ich gehe auf jeden Fall die Insel an. Die andere bin ich noch nicht einmal angegangen. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich eigentlich die Insel, wo ich die Base gebaut habe, die eine Base, dass ich da noch nicht einmal alles durchgeschaut habe, aber da sind... Geht da gerade richtig? Hä?
Ich hab so das Gefühl, dass ich da gerade nicht richtig gehe. Ne? Jo, Tipps sage ich immer, solange es nicht zu sehr in die Story eingreift. Freue ich mich über jegliche Art von Tipps. Danke, diesen Tipp werde ich auf jeden Fall beherzigen. Rote Zone hört sich schon von Haus aus schlecht an. Ich schätze mal, da der Tipp jetzt dann kommt, bin ich da schon in der leichten Nähe von der toten Zone. Nur mal so als zwischen den Blumen durchgefragt. Oh ne, oder? Ich bin da. Shit. War es dann vielleicht ein Böller, dass ich da gespeichert habe, aber ich hätte es vielleicht vorher machen sollen. Eben. War gar nicht so viel Fallschaden. Okay. Ah, okay. Ist das so Map-Ende? Also geht das nicht einmal rund um den Planeten? Jung! Ja, danke. Ich hab mir's gedacht. Mir ist nur gewundert, dass ich das überlebt habe. Ich meine, er ist wirklich ein bisschen ein schwerfälliger Typ. Aber gut, das war er ja auch, wenn ich Tauchausrüstung und... Wow. Wow. Was für eine Aussicht. Aha. Ja, ich hätte halt wirklich gehofft, dass man vielleicht so einmal im Planeten rundherum, das aber ist ja doch riesig. Ich bin glaube ich am falschen. Nein, ich bin am richtigen Berg. Deswegen Spitzen. Auf beiden Bergen. Da passt ja das Lied Vollgas. Ich muss gerade überlegen, von wo kommt denn das daher? Wisst ihr das? Eine Insel mit zwei Bergen liegt im großen Ozean. Oh. Aha. Bissl was. Observatorium. This PDA has rebooted with one directive: to keep you alive. Scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Exploration is conducted at your own risk. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Explore, study, catalog new species, secure food and energy, and gather data on unusual phenomena. Thank you.
shouldn't have gone so deep.